Nach einem schweren Verkehrsunfall musste am Dienstagmorgen die B212 bei Elsfleth im Berufsverkehr stundenlang voll gesperrt werden. Ersten Angaben zufolge prallten ein BMW und ein Golf im Begegnungsverkehr frontal zusammen. Der Aufprall war so heftig, dass der BMW von der Fahrbahn geschleudert und der Motorblock des VW herausgerissen wurde. Der Golf wurde ebenfalls komplett zerstört und kam auf der Bundesstraße zum Stehen. Der Fahrer des BMW wurde in dem Wrack eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Golffahrer wurde ebenfalls schwer verletzt, konnte sich aber selbst aus seinem Fahrzeug befreien. Derzeit ist noch völlig unklar, welches der Fahrzeuge aus welchem Grund in den Gegenverkehr geraten war. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.